So, wir kommen zurück zu Earth 2150. Ja. Warum? Weil ist super. Das letzte Mal war eine absolute Idiotenmission dran mit einer absolut schwachsinnigen KI, die uns wirklich in den Wahnsinn getrieben hat. Ja, von 4 Gegnern gleichzeitig beharkt. Das hat also so richtig Laune gemacht, muss man sagen. Jetzt steht was Neues an. Habe ich auch schon angefangen. Habe auch schon wieder einen Hals. Also richtig geil, wenn es so weitergeht. Tja, naja, lang ist ja nicht mehr, ne? Wir haben 115 Tage. Wir können mal gucken. Beweisung für die Konstruktion der Raumschiffe und Beweisung für den Beginn der Evakuierung sind die nächsten Punkte. Wir haben über die Hälfte. Und am Schluss, ich habe es schon mal erwähnt, schon mehrfach. Ja, am Schluss haben wir die fetten Rohstoffvorkommen mit, weiß ich nicht, 100.000, 150.000. Da hat man dann mal rucki zucki richtig was dabei. Oder überwiesen viel eher. So, wollen wir doch mal schauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gepatcht wurde oder sowas, die GOG-Version, dass sie vielleicht jetzt die oberkrasser Supergegner sind oder sowas. Aber die KI haben sie nicht verbessert. Die ist nämlich so dumm wie Bohnenstroh. Und das macht es halt echt nicht unbedingt besser. Ja, dann würde ich sagen, Area 51, richtig gut. Wie gesagt, wieder mal der zweite Versuch, weil es nur Ärger gab. Guter Kommandant, wir haben Informationen über einen geheimen UCS-Stützpunkt im alten Gebiet der Area 51 erhalten. Diesen Nachrichten zufolge hat die UCS eine ganze Alien-Basis samt eines funktionstüchtigen UFOs gefunden. Was ein solches Artefakt in den Händen unserer Rakete bedeutet, dürfte ihnen klar sein, also nehmen sie es ihnen ab. Wer das jemand schafft, dann sie. Ja. Das finde ich auch gut. Ja, also richtig toll. Wir können nichts bauen, wir müssen unter Tage. Und was wäre sinniger unter Tage als na, bei den engen Tunnels und so weiter? Lasergeschütze. Allerdings auch da wieder. Ich meine, man hat kaum Platz. Mag ja sein. Man muss ja auch nicht manövrieren. Ja, dann lässt man es manövrieren einfach sein. Aber das Problem ist, die KI ist halt so dermaßen stulle. Die ist so dumm zum Stehenbleiben. Die ist so dumm, sich einmal im Kreis zu drehen. Die ist wirklich zu allem zu dumm. Und das macht es wahnsinnig schwierig und man kann sich nur darüber aufregen. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher ausgehalten habe, weil ich da... Vielleicht hatte ich ein anderes Nervenkostüm oder ich konnte eher mit so einem Quatsch hier umgehen. Ich weiß es gar nicht mehr, aber mittlerweile nervt mich das wirklich so abartig, dass es echt schon nicht mehr feierlich. So. Was jetzt? Was jetzt? Ich weiß nicht. So, am besten beide versuchen diesmal überleben zu lassen. Wir speichern das nochmal. Einmal, jawohl. Und auf A wird dann gespeichert. Ich habe In. Obwohl, In kann auch mal weg, oder? Genau. So viele Missionen. Was mich auch gewundert hat, wir haben noch nicht mal die Geschütze. Wir haben noch nicht mal die Doppelgeschütze für die normalen stinkenden Panzer. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich habe fast so das Gefühl, dass wir irgendeine Mission nicht gemacht haben. Und die war dann, die stand nicht mehr zur Verfügung. Deswegen haben wir die Forschung nicht mehr. Oh, richtig gut. Super. Fertig. Wie Sie wünschen, Kommandant. Ach ja, vielleicht mal nicht dem Feind folgen. Was jetzt? Wir fahren. So, ist ein schönes Labyrinth. Kann ich mal spoilern. Allerdings auch immer wieder mit solchen Räumchen. Was aber ganz nett ist, weil dann... na, da geht's halt weiter. Punkt. Nur haben wir dann plötzlich wieder so ein halbes Dutzend bis Dutzend Feindeinheiten. Und wenn die dann in den Hintern treten, das ist also richtig geil. Ja, macht so richtig Laune dann. Was jetzt? Okay. Hier, diesen engen Gängen, gar kein Thema. Da bin ich nämlich ich hier dann der Chef. Ja? Oh, da vorne geht's euch schon los, ne? Auf den Weg. Und wie gesagt, die KI, selbst wenn sie nur so einen verfluchten Tunnel hat, ist das schon viel zu krass für die. Okay. Die begreift das nämlich nicht so wirklich. Muss man wirklich sagen, also wenn man schon dachte von Alarmstufe Rot, die Indoor-Missionen, die waren heftig, weil Gegner dumm wie Bohnenstroh. Hier, völlig neue Dimensionen. So vielleicht? Was ist los? Okay. Na, eigentlich solltest du nicht vor, ist egal. So, keine Autoreparatur. Wie Sie wünschen, Kommandant. Fertig. Auf jetzt locken wir es einfach mal an, fahren wieder retour. Na? Auf den Weg. Guck, guck. Wo ist das wirklich hin? Okay. Wo ist das Panzerchen? Hallo? Hm.
Oh, verdammt. Natürlich. Ich bin getroffen. Ja, mach den mal weg. Und dann fahr schnell nach Hause. Da kommen bestimmt noch mehr, oder? Ich glaub's auch. Klar. So. Was jetzt? Das reparieren. Ich bin getroffen. Jetzt gehen sie alle auf den los und der andere schießt ihn ins Kreuz. Richtig toll. Richtig. Wir an. Na? Wie Sie wünschen, Kommandant. Ich bin getroffen. Ja, so ist natürlich ideal. Ja, der fungiert jetzt als Prellbock. Ja, so habe ich es gerne. Und jetzt kommt sogar die KI da hinten klar, dass Scheiße. Sie einfach nur den Gang nach vorne. Oh oh. Ja. Nach vorne schießen müssen. Muss. Und puff. Wieder einer weg. Da kommen sie. Ach ja. Na gut, dass die KI das merkt. Das war gut. Das wird gespeichert. So werden wir uns jetzt auch Stück für Stück vorwagen. Ich mache hier gar nicht lange rum und war. Mich nicht in den Gang. Fertig. Höchst mal zu gucken. Aha. Ich bin zuerst dran. Nee, bin ich nicht. Oh nein, Feind. Oh Mann, da kommt einiges. 5 Einheiten, 6 Einheiten noch, okay. Ja. Auf den Weg. So. Sind wir wieder beschäftigt? Dann macht er das hier alles. Genau, schön Stück für Stück. Ja, man sieht auch nicht so dermaßen viel. Beziehungsweise die Sicht ist immer wieder unterbrochen. Aber so mit Prellbock, da hätte man sogar einen dicken Wolga holen sollen. Das wäre vielleicht die sinnvollere Version gewesen. Also einen, der die Schüsse auf sich lenkt, ein dicker Wolga. Wobei sie so dick ja auch nicht sind. Gerade im Vergleich mit dem... Oh nein! Ein Fehler. Ein Fehler im System. Okay. Ja, wir fahren. Haben wir es dann. Wäre natürlich super, wenn die jetzt auf einen Schlag alle bereit wären. Ja, auch hier wieder fahren ineinander. Sollen sich eigentlich reparieren? Komm, Autoreparatur. Hier, schauen wir mal zu. Autoreparatur. Was mit dem Nebel? Bitte mit dem... Was ist los? Auf dem Weg. Wie Sie wünschen, Kommandant. Ja. Was ich gerade meinte, er steht vor dem Fahrzeug und rafft dann nicht, wie reparieren. Was ist los? Gegner in Sicht. Ah, falsch. Falscher Knopf, du Schwachkopf. Fertig. Sie wünschen, Kommandant. Wird schon wieder nichts, ne? Habe ich es gerade gespeichert? Ich glaube schon. Oh ne, jetzt blockiert er den Weg, oder? Ja, jetzt kann er nicht abbauen, weil der Schwachkopf wieder meinte, er muss ganz schnell reparieren. Kriegt das hin? Ja, oh Mann, echt. Also da wird man wirklich zum Massenmörder, wenn man diese Scheiße den ganzen Tag spielen würde. Weil die KI halt wirklich absolut stuhl ist. So, jetzt rafft er das. Ja, ich bin getroffen, schon klar. Okay, natürlich. Was jetzt? So. Alte Leier. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da keinen, gar nicht mehr so wirklich den Nerv dafür. Kommt jetzt die ganze Mappe angefahren. Ja, mir soll es recht sein. Ach Gottchen. Ja, nicht auf mich losgehen, hallo. Lass mich in Frieden. Ich warne dich. Der kriegt es aber hin. Boah, wie kommt da noch? Ja, nicht auf ihn. Sauber. Scheiße. Auf den Weg. Wie viel kommen denn da bitte noch? Okay. Speichern. Oder habe ich das vorhin nicht gespeichert? Das ist ein 5er oder 6er Block. Okidoki. So, wenn er fertig ist, geht er mal oben in Position. Okay. Okay. 21, 22, ja, da oben ist ein bisschen wieder freigelassen wird. Denn die können leider auch nicht schießen und gleichzeitig repariert werden. Das wäre auch zu viel verlangt. Die müssen innehalten. Ähnlich wie wenn die Munition kommt. Das ist ja auch mal sehr angenehm, muss man sagen. Jetzt kommt die Munition. Alle erstmal, ja, machen wir Pause, nicht? Oh Mann, können die beide schießen? Ne, könnt ihr nicht, okay.
Ja, dann durch. So, einer links, einer rechts. Was ist los? Einer in der Mitte. So, Autoreparatur machen wir wieder an. Der sichert nach Norden hin und der Rest. Halt! Stopp! Klar. Klar wie Klausbrühe. Nur wie war noch der Weg? Okay. Gibt natürlich auch viele Sackgassen, ist ja logisch. Okay. So, das funktioniert aber schon mal. Was ist los? Was ist los? Ich weiß es nicht. Also, da links oben war da noch was. Okay. Ja, da war der Weg, weil hier ist Sackgasse. Oder war es doch nicht da? Oh Mann. Es ist sehr verwirrend. Die sehen nicht wirklich unterschiedlich aus. Die einzelnen Räume, das macht es schwierig. Höchstens durch die Farbkodierung vielleicht sind. Wow, jetzt haben wir ein Problem. Ja, Mist ist das richtige Wort. Erstmal weg. Mit beiden am besten. Nicht daten. Jetzt kommen sie auch mit den dicken Panzern an. Sag mal, sind die krank? Zumindest, ja, die werden immer krasser. Die Laserfahrzeugchen. Aber ist doch schon ein guter, naja, Indikator. Vielleicht sind wir richtig. Vielleicht ist das hier richtig. Ich meine, zwei Panther später bin ich ganz gut. Fertig. Ja, ob es dabei bleiben wird, ich glaube nicht. Wahrscheinlich kommt noch mehr dickes Zeug. Ja, wenn die mit ihren sechs Lasergeschossen Geschützen da drauf halten, sollte eigentlich relativ schnell der Löffel abgegeben werden. Durch den Feind. Da kommen sie. Ah, hä? Ah, okay. So, einmal, zweimal. Nee. Ich bin getroffen. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. So, du machst dich mal vom Acker. So, auf den gehen sie gerade primär los, aber auch auf den hier. Oh Mann. Alle mal zurückziehen, würde ich sagen, oder? Alle Maler Aquamaler, Farbe gut. Okay, Mist. Nicht umdrehen, nicht zum Gegner fahren, bitte. Oh mein Gott, Walter. Man kann die aber auch nicht einfach in den Gang stellen und machen lassen, weil dazu sind sie leider dann doch noch zu dumm. Aber nee, das ist echt zu viel verlangt. Einfach nur sich mal in den Gang zu stellen, dann wenn was kommt, beide loszufeuern oder sowas, das kann man komplett vergessen. Ist ja auch klar. Ich meine, die KI ist noch nicht erfunden, die das hinbekommt. Einfach mal irgendwo an ihre Position zu halten. Jetzt dachte ich gerade, da kommt noch mehr. Das ist natürlich nicht so gut. Oh Mann. Er repariert? Ja, er repariert, okay. Der repariert als weiter, sehr gut. Ich das liebe. Okay. Das wird nichts, oder? Das sind zu viele. Greife an. Meint der jetzt gerade mitgemacht? Oder wie? Ja, der steht noch. Jetzt kann er irgendwie doch mitkämpfen. Ich verstehe es nicht so ganz. Wann macht er das nach Lust und Laune? Hat er das. Muss er das erstmal. Was ist los? Ja, ich verstehe es einfach nicht. Ich begreife nicht ganz, wann die angreifen. Manchmal werden sie repariert und können dabei noch schießen, manchmal nicht. Also ganz, ganz merkwürdige Geschichte hier immer. So. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Dutzend von denen alle gemacht. Wird wieder gespeichert. Was jetzt? Ja, komm. Ich meine einfach beim Halt die Stellung und schieße aber das, was ankommt um die Ecke. Ist eigentlich noch voll idiotensicher, oder? Sollte man meinen. Ja. Okay. Doch, ich bin der Meinung, das sollte eigentlich so funktionieren. Genau, einfach mal nach Südosten weiter. Auf den Weg. Und wir schauen uns einfach mal um. Fertig. Okay.
Wir fahren. Vielleicht hätte ich mal vorher gucken sollen, wo es ist, dass man grob in die Richtung fährt, weil... Einfach sinnlos durch die Hütte hier durch, irgendwie, ist schon, also schon spannend irgendwo, andererseits, okay, hier ist wieder, hier ist nichts mehr, also weiter runter geht's wohl nicht, hier könnte ich mal reinschauen, oder? Ja. Ich schätze mal irgendwo eher zentral, ja, vielleicht, vielleicht ist das auch Schwachsinn. Ich mache einfach mal einen Such und fahre die Gänge ab. Ich, wo sie jetzt hinfahren? Ich habe keine. Ach so, das ist der Anfang. Ja, da ist es dann nicht. Ja, auf den Weg. Zurück. Retour, die Herrschaften. Jawohl. Genau, man kann sie auch verfolgen lassen. Ist auch nett, aber. Ist halt nett, das ist, was wir jetzt brauchen. Was ist los? Ja, komm dann. Und das Schlimmste ist mir noch, wenn sie die Befehle nicht ausführen. Wir fahren. Ich weiß nicht, was. Ich glaube, ich habe das auch beim letzten Mal gehabt. Die machen halt einfach überhaupt nicht das, was sie sollen. Den gibst du einen Befehl, fahren sie irgendwo hin. Und dann sagst du ihnen Stopp, machen sie nicht. Dann sagst du ihnen ja, bekämpfen mal das hier. Nö, machen sie nicht. Was jetzt? Drückst auf die Taste oder greif doch mal hier an oder fahr doch mal doch nach links. Ja, nö. Die ziehen das knallhart durch. Die fahren wirklich bis ans andere Ende der Welt. Und du kannst nichts machen. Das ist ja im Grunde das, was diese Screamer machen. Was man auf die Radare später bei der ID drauf beamen kann. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wirklich eine Auswirkung hat in der Kampagne. Ja, komm mal. So, Frage. Müssen wir hier hin? Ah, vielleicht müssen wir irgendwo einen Ausgang suchen und dann nach oben oder so? Ja, das wäre auch noch eine Idee. Okay. Da sieht's nicht so gut aus. Ah, Strom aus. Scheiße. Achso. Hätte ich das vorher mal machen sollen. Ja, ich hoffe mal, ich muss es nicht abholen, weil sonst... Ich würde sagen, hat man die Mission gesehen und ich würde mich da einfach durchcheaten, das wäre dann so wurscht. Sie haben versagt, also unser Gebäude wurde zerstört. Sie können die Mission nicht fortsetzen. Ja, weißt du, wo du mich mal lecken kannst? Und zwar kreuzweise. Hast du da so eine grobe Vorstellung davon? Was jetzt? Was ist los? Auf den Weg. Machen wir jetzt mal Strom aus. Dann kommen sie ja nicht mehr hoch. Aber ich habe jetzt gewonnen. Ja, komm mal an. Also können nicht mehr verlieren. Das ist, Okay. Ja, nur falls nämlich 1.500 und ein großes Baufahrzeug in die Hand. Zwar haben wir was, 2.4. Dann baue ich ein neues Ding auf. Ist mir jetzt relativ egal. Okay. Ich möchte nur dieses UFO finden. Auf dem Weg. Einfach nur. Ja, Getrolle hier. Ja, mal hier eine Sackgasse, mal da eine Sackgasse. Fertig. Ich könnte hier auch die Geschwindigkeit runterstellen. Und war ich da nicht schon? Nee, sieht so wenig aus. Sehen alle gleich aus, hier die Räume. Achso, aber hier waren wir schon. Genau, da ging es runter zu, aber da ging es nicht weiter. Auf dem Weg. Wir fahren. Und jetzt? Ich suche doch nur das UFO. Sag mir doch, wo das UFO ist. Muss ich jetzt wirklich nachgucken? Ja, komm mal an. Ich wünschte wirklich, ich hätte meinen Spieleberater noch von früher. Das hat immer Laune gemacht, zu gucken, wo man was aufbaut oder so eine Strategie nachzulesen. Das war immer ganz nett. Muss man nicht unbedingt... Ja. Wir fahren. Ich war sowieso jemand, der es erstmal so gespielt hat und danach geguckt, wie hätte man es denn machen sollen. Oh, das sieht aus wie ein zentraler UFO-Landeplatz. Ja, Kernkraftwerk, was auch immer. Ja, komm mal an. Nee, auch das nicht. Wo ist denn das verfluchte Raumschiff? Ich hoffe mal, ich muss hier nicht buddeln oder sowas, weil das wäre auch nicht so nett. Wo ist jetzt Musik hin? Achso, ich spiele da ganz leise im Hintergrund. Ja, muss ich sagen, diese Mission, diese Tunnelmission, die sind irgendwie nicht so meins. Okay. Tja, da kommen sie nicht ran. Das wird lustig, die alle zu machen. Vor allem die alle zu machen. Fertig. Ah, das sieht auch so aus wie... Okay. Ich suche einfach weiter. Die wollen ja offensichtlich nur nach oben. Machen noch nichts Böses, aber... Das Problem ist, ich muss sie wahrscheinlich auch von daher wegkriegen. Oder ich hole mir neue Raketentürme und lasse sie einfach oben alle einzeln antanzen. Ist auch eine Idee. Würden sie alle oben der Reihe nach rausgelassen. Und rennen dann in meine Laser. Dann stehen ja zwei Laserfahrzeuge. Wir schießen alle einmal, dann macht's bumm.
oder Peng, je nachdem. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Ich meine, schön leuchten tun sie ja die Räume, aber ich wünschte, ich hätte ein UFO finden. Wie wäre das? Ja, nee, dann nicht. Ich wollte eigentlich den Marschbefehl so grob nach Nordwesten mal geben oder erteilen, aber... Was ist los? Das war wohl nichts. Aber die Mission fand ich früher schon immer sehr nervig. Wo man... Was jetzt? Okay. Naja, wo man eben irgendwelche... Was ist los? Niedlichen... Ja, was ist los? Indoor-Missionen hatte, die fand ich immer schon nervig. Das kann's sein, oder? In den verschiedenen Räumen oder Sackgassen viel eher. Hoffentlich keine Gegner. Also wie es aussieht, wurden die schon abberufen, ne? Okay. Was jetzt? Wieder nicht. Du hierhin. Auf dem Weg. Du dahin. Jetzt trennen wir uns halt. Ja, ich hoffe mal, dass da alles schon weggebrutzelt wurde an Feind. Also hier sind wir auf jeden Fall weiter. Es kann sein, dass es jetzt hier weitergeht oder so. Oder doch hier unten in dem Bereich? Ich hab doch keine Ahnung. So, einer so, einer so. Oder wie, oder was? Ne, also ich muss ganz ehrlich sagen, von den Missionen bin ich nicht überzeugt. Vor allem, das ist halt die KI. Wieso sie jetzt genau diesen Weg einschlägt, weiß ich nicht. Ah, weil das ein anderer Weg ist, oder? Ja, ich denke auch. Fertig. Auf den Weg. Ja, ist am Maximum von der Geschwindigkeit her. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis irgendeine Einheit sich hierher bequemt. Da ist sie auch schon die erste. Super, hast du fein gemacht. Auf den Weg. Und es ist eine sogenannte Sackgasse. Ja, selbstverständlich ist es eine Sackgasse. Wo führt der Weg denn? Hin. Ja, aber da geht's auch nicht weiter, oder? Nee, ist auch eine Sackgasse. Dann doch wieder halt Retour. Werden wahrscheinlich im Zentrum sein durch. Ja, wie kommt man da hin? Wie kommt man ins Zentrum? Jawohl, wir fahren. Hier vielleicht. Oder doch nicht im Zentrum? Wenn wir hier anfangen, vielleicht da oben? Ach, was weiß ich. Finden wir schon raus. Ich meine, verstecken wird sich das Raumschiff ganz sicher nicht. Das UFO. Das könnte ja alles Mögliche sein. Das könnte auch einfach nur ein Teller sein. Pappteller. Ja, komm mal. Oder was es sonst noch so gibt. Mhm. Ja, okay. Ja. Ne, dann versuchen wir es mal oben links, weil ich meine, beim letzten Mal hatte ich diesen Raum schon gesehen. Mit diesem abgetrennten Bereich hier. Wo ist die Musik hin? Oder ist da Musik? Und hier ist sie noch nicht. Was jetzt? Ah. Die atmosphärischen Klänge. Gut, ich hoffe mal, hier oben geht's weiter. Auf den Weg. Weil übersehen haben könnte ich den, kann ich den nicht, oder? Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Hier unten war ich schon, hier unten war nämlich nichts. Ich kann echt nur hoffen, dass sie sich so ein bisschen verarschen lassen von meinen Kollegen. Ansonsten, wie gesagt, muss ich neue Einheiten holen. Vielleicht eine Wolga als Bollwerk und daneben dann die die Lasersachen, dass sie gar nicht auch die Möglichkeit haben rauszu... Obwohl, dann schießen sie vielleicht und schießen das Gebäude kaputt. Was, das wäre auch nicht so günstig. Dieses, wie heißt das? Der Tunneleingang. Ja, oh Mann. Ich bin getroffen. Okay, Feind. Ist immer auf jeden Fall richtig. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Okay. Wir fahren. Fertig. Wie Sie wünschen, Kommandant. Fertig. So, jetzt dreht die Musik wahrscheinlich wiederholen. Genau. Oh Mann. Nein. Ich bin im Menü, deswegen kann ich natürlich keine Knöpfe drücken, ist ja klar. Oh Junge. So, einer am anderen bitte eliminieren. Stellen wir uns mal davor. Dass er nicht platzt. So, wegmachen das Ding. Was ist los? Ne, das muss wirklich der hier machen. Der andere rafft das gar nicht. Oh Mann.
können wir gleich wieder speichern. Wir sind ja schon wieder weitergekommen. So schnell geht's immer. So, wir geben schon mal einen Befehl, sich zu diesem Punkt zu begeben. Es wird repariert. 21, 22, jo. Musik gedreht, auch wiederholen. Richtig toll. Die Spannung, die Action. Ja, aber der Kampf ist irgendwie vorbei. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht warum. Vielleicht. Ich mag mich irren, aber vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist das die GOG-Version, die ich hier installiert habe, dass die irgendwie tolle Updates gefahren hat. Ich hätte wirklich die DVD nehmen sollen. Ne, die CDs. War sehr früh nach, habe ich auch noch da, logischerweise. Also was schmeißt man ja nicht weg? Und das sieht recht zentral aus. Ist hier jetzt zentral das UFO im Zentrum? Ah, Nachricht des Generalstabes, Strenggeheim, Befehl Nummer F&E. Guten Tag, Kommandant. Großartig, Sie haben das UFO gefunden, aber es ist funktionsuntüchtig. Es fehlen 4 Energiezellen. Finden Sie die Energiezellen. Damit wir das UFO funktionsuntüchtig machen können. Oh, schöne Scheiße. Finden Sie 4 Energiezellen. Okay, da ist es. Das UFO. Ich habe nirgends was gefunden. Tauchen die jetzt erst auf? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Auf den Weg. 4 Energiezellen. Oh mein Gott, Walter. Ist das eine Energiezelle? Hallo? Was jetzt? Auf den Weg. Ah. Oh. Ja, komm. Okay. 1, 2. In unmittelbarer Nähe. Ja, wer hätte das gedacht? Das sind hier die anderen, oder? Wir fahren. Wir fahren? Nein, wir fahren. Wir fahren. Ja. Artefakt lokalisiert. Okay. Jawohl. Jawohl. 3? Da wird mittig hier die 4 sein. Artefakt. Ja, komm mal an. Sauber. Fertig. Alle 4 gefunden? Oh, nö. Oh, vielleicht können wir das benutzen und alle damit vernichten. Das UFO funktioniert. Kommen Sie zur Landezone zurück. Oberst Vilnius vom M&D lässt ausrichten, dass Sie mit Feindkontakt auf dem Rückweg rechnen müssen. Leider liegt hier keine genaueren Daten vor. Viel Glück. Okay. Wir speichern. Ja, können wir das jetzt mitnehmen? Oh. Mac bereit. So, ihr seid mal 2 ist 3, 1 ist 2. Du bist Maru, genau. Weg berechnet. Das ist nicht gut. Dann 1, 2, 3. Der ist aber schnell. Was hat er denn? Panzerung? Fett. 600. Ich glaube, ich habe... Habe ich schon mal mit dem Ding gespielt? Ich glaube nicht. Ich habe immer nur die dicken Panzer genommen. Ah, vielleicht habe ich diese Mission nie... Oder? Nie gemacht? Glaube ich nicht. Kein Licht. Skript ändern. Profi-Einheit. Gut, was machen wir da? Und schnell ist es auch noch. 10 Mal kann es schießen. Lädt sich wahrscheinlich wieder auf. Feuer frei. Nächstes Ziel. Kein Rückzug. Doch, Rückzug bei halber Energie, würde ich sagen. Feind, ne, Gebiet halten. Beste Position. Ja. Ja, doch, ist recht schnell, ne? Während die da hinten noch durch die Gegend fahren, feiert Villa Barro schon. Oder wie war das? Alle Systeme laufen. Ja, das ist natürlich ganz nett. Wollen wir mal alles ausrotten, was hier rumläuft? So klingen normalerweise die, logischerweise, die UCS-Einheiten. Wir fahren. Was ist los? Kommunikationssystem aktiviert. Und also Geschichten labern die immer. Mac auf dem Weg. Mac auf dem Weg. Allerdings ist er kein Mac. Ja, da fällt mir wieder ein, die Musik bei der UCS, die, hat's richtig, die ist richtig angenehm, ne? Mit diesen Gitarrenklängen. So, dann wollen wir mal Ärger machen. Reparatur, lässt noch auf sich warten, ist mir wurscht. Oh. Ah. Ja, aber vielleicht reparierst du dich. Ja, und das wäre auch nicht schlecht. Sieht schadenstechnisch aus.
Naja. Okay. Dann anders. Wo müssen die lang? Die kommen von hier, würde ich sagen, oder so. Ja. So. Was ist los? Weg berechnet. Genau, dann werden wir hier irgendwo warten. Hier sind etwa... So, hoffentlich repariert sich's von allein, wenn es stehen bleibt. Guck mal. 400 noch was. Nee, leider nicht. Verdammt. Ich weiß auch gar nicht, ob die tatsächlich antanzen. Nee, da tun sie nicht. Da unten sieht man ja, dass sie das nicht tun. Okay. Das müssen wir anders machen. Nur wie? So allerdings wäre das nicht schlecht. Wenn das so als Prellbock fungiert, repariert wird. Aber macht halt auch fetten Schaden, haben wir gesehen, ne? Nee? Ich glaube auch. So, hier müssen wir so einzeln reinlocken, durch so einen Engpass. Das heißt, hier vielleicht hinfahren. Ja, und dann hier warten die Laser auf den andrückenden Feind. Der hat nur 10 Schuss, der Herr UFO. Deswegen machen wir das anders. Kriegen wir aber hin. Jetzt ist halt wieder die KI gefragt. Oh Mann. Wenn man sich auf so eine KI verlassen muss, das ist natürlich schlecht. Natürlich. Was ist los? Nicht aus, okay. Wir fahren. Aber du machst keine Autoreparatur. Ja, stellst es dahin. Du wirst dann hier ans Eck. Fertig, wir fahren. Also in der Theorie ist der Plan klar. Was jetzt? Ja, so, du stellst dich dahin. Du stellst dich mal nicht so an. Und du? Jawohl. Benutzt mal dein Gehirn. Oh, KI. Allein beim Hin- und Her manövrieren oder rangieren. Schon ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, okay. Wie Sie wünschen, so in etwa. Fertig. Nee, nochmal zurück. Was ist los? Natürlich. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Ja, es was ist los? Oh, klar. Jetzt fährt er doch noch. Jetzt, stopp. Klar. Perfekt. Was ist stopp. Los? Okay. Fertig. Auf den Weg. So, und du wirst einen Meter vorfahren. So. Einheiten stehen. Bereit. So, Area. Area 5. Das haben sie gerade gelogen. So. Habe ich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit? Gute Arbeit. Die technischen Fortschritte, die uns möglich sind, wage ich mir kaum vorzustellen. Mit etwas Glück haben sie sich und somit uns einen großen Gefallen getan. Wer weiß, möglicherweise ist der Laser bald schon ein alter Hut. Bringen Sie bitte das UFO zu unserer Hauptbasis. Ja. Aber interessant, dass ich die Nachricht bekomme. Wer ist angeschlagen? Der da ist angeschlagen. Okay. Ich habe das Licht ausgemacht, die sehen mich gar nicht. Interessant. Jetzt sehen sie mich. Verdammt, ich bin da genug dran. Ich glaube, ich habe einen Treffer bekommen. Mac auf dem Weg, okay. Was ist los? Ja, ist rein. Oh Mann. Flieht ihr Narren. Ja, nee, ist okay. Hau ruhig ab. Sobald du... Ah, du dummes, schwachsinniges Dreckding. Ja. Okay. Also einen kann ich ja wegbeamen, ne? Wenn ich mich hier hinstelle. Fertig. Ja, danke für die Information. Weg das Ding. Okay. Fertig. Ja, Kommandant. Werden Sie mich entdecken? Hier ist schlecht, ne? Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Fertig. Ich bin direkt dahinter. Schießen halt wie die Wilden. Fertig. Natürlich. Angriff. Kommen Sie. So, jeder kriegt jetzt einfach mal eine. Der Schaden ist zu krass, oder? Das können wir wahrscheinlich nicht durchhalten. Was ist los? Sie wünschen, Kommandant. Feuer. Schießen Sie auf mich? Ich weiß es nicht. Einheit verloren. So. Wo sind sie hin? Ah. Moment, wo ist meine. Ah, versehentlich haben sie die andere Geschichte alle gemacht. Ja, dann fliegen ein paar Raketchen. Nicht gut. Keine Option. Ja, jetzt kommen sie nämlich alle gleichzeitig. Das ist nicht gut. Alles liegt in der Rechnung. Natürlich. So vielleicht. Soll ich nach da oben abhauen? Ich möchte auch nur wieder hier weg. Ja, danke für die Info. So, ich kann es ja mit einem aufnehmen. Darüber fahren. Checkpoint gesetzt. Nee. Okay, keine gute Idee. Dann Abmarsch. Oder so vielleicht. Nee, wir müssen einfach weg. Okay. Ja, gerade Linie wegfahren. Bei den Typen, die haben den Rücken schießen, ist das immer eine ganz besonders intelligente Idee. Was jetzt, Herr Kommandant? Wie man es dreht und wendet. Alles nicht berechnet. Aber die sind ja ganz wild darauf, mich anzugreifen. Deswegen sollte es eigentlich funktionieren, wenn wir die. Was ist los? Auf dem Weg, fertig. Ja, wenn wir so ein bisschen. Was ärgern jetzt? Hier. Gefahren. Wenn doch nur noch eine Einheit sich dahin bequemen würde. Wenn hier eine weitere stünde, das wäre gar nicht mehr so schlecht. Kann aber nicht angehen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle Systeme laufen auf den Weg. Oh, keine gute Idee. Nee, nee, fahr ruhig weiter. Okay. Ich weiß, dass du getroffen bist, aber ich muss es einfach mal ignorieren. Sehr gut. Schwachkopf-KI. Wie ich das liebe. Ja, momentan ist echt nicht so schlecht, dass es kein dummes Brot ist. Das stimmt. Ja, wohl, jetzt geht's auf mich los. Das ist nicht gut. Wir wurden entdeckt. Licht an. So, weg damit. Oh, kann ich es mal schaffen, eine gottverdammte Scheiß-Einheit alle zu machen? Ist das echt so viel verlangt? KI, sei doch nicht so dumm wie Brot, bitte. Los, werde ich. Sauber, die Dummheit war noch größer. Wie berechnet ihr, ja? Komm schon, platze. Ach, verrecke. Fällt mir dazu nur ein. Verrecke, Elend. Waffensysteme aktiviert. Habe eine. Gesetzt. Oh, ist das eine gequirlte Scheiße, ganz im Ernst. So. Ja, verdammt. Ah, schon entdeckt worden. Naja, ja, ja. Ist ja klar, ist ja logisch. Jo. Wie wäre das mit. Hier einfach mal kurz in Deckung gehen. Jetzt werden die unten schon beschossen. Warum? Warum greifen die mich an, wenn sie nicht. Wenn da oben noch der Feind ist? Vorschläge,
Mir platzt mich so langsam der Arsch, muss ich sagen. Kannst du von hier aus treffen? Nö. Vielleicht kann ich sie hochlocken. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ist alles, so. Strom an. Genau. Kommt ein Teil hier runter. Jawohl. So, und der kann nicht einfach stehen bleiben und feuern. Nee, das wäre zu viel. Des Guten. Greife an. Jawohl. Greife an. Ja, ist mir klar. Ist mir klar. So, jetzt steht er ganz gut im Eck, würde ich sagen. Du nimmst ja schon mal den nächsten. So. So. Jetzt war ganz schnell. Ach nee. Ja, komm her. Komm her, du Wurm. Oh, der ist ja schon angeschlagen, ne? Lachnummer. Weg mit dir. Kampf der Giganten. Mein Gott, Walter. Endlich haben wir es. Meine Fresse, ist das eine schwere Burt gewesen. Nur jetzt reparieren den Kollegen. Sauber. So, das war dieses. Ein nerviges Unterfangen. Kann der. Ja, der kann auch im Level aufsteigen, das ist nicht schlecht. Hab mit dem Ding noch nie gespielt, sonst mal die fetten Panzer gehabt. Wobei ich mir gerade überlege, ist das vielleicht bei der UCS gewesen mit den dicken Panzern? Kann das sein? Ist es möglich, dass die niemals. So etwas hatten? Ist das möglich? Ich glaube schon. Vielleicht habe ich mich jetzt wirklich nur eingebildet und die hatten Ufer. Ah, ne, Grizzlies haben die anderen auch noch. Haben die vielleicht Grizzlies und diese schweren Panzer, diese Artilleriepanzer, diese dicken, fetten? Möglich ist es. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und die haben das UFO. Wirkt noch nicht so gut, muss ich sagen. Aber vielleicht wird es ja noch richtig krass. Richtig krass. Naja. Nehmen wir so einen Hammer im Sack. Die restlichen Einheiten braucht kein Mensch. So, wir sind hier fertig. Müssen wir beenden. Jawohl. Ah, die haben eine ganze Basis gehabt. Also die haben richtig gut geerntet. Sehr uncool. Wir haben den platt gemacht von den Assis. Okay, 53 Einheiten hat sich gelohnt. Also der Laser kann sich doch sehen lassen. Gerade in so engen Gängen. Eigentlich ganz gut, wenn die KI mitspielt. Aber das tut sie selten. Okay, was als nächstes ansteht, weiß ich nicht. Also diese KI, muss ich wirklich mal sagen, die gefällt mir leider überhaupt nicht. Das hat nicht mehr was mit Babysitten zu tun. Das ist wirklich schon, weiß ich nicht, wie unter Schwerstbehinderten, die irgendwie anzuleiten. Und muss ich wirklich jeden Schritt ihnen beibringen und trotzdem raufen sie es nicht und muss dann nochmal selber Hand anlegen und sagen, ja, nee, bleib mal hier stehen. Ja, okay, jetzt bitte angreifen, jetzt bitte. Zum Glück, ja, Pause habe ich mir schön auf eine gescheite Taste gelegt, dass ich das halt jedes Mal anklicken kann, damit ich zumindest das hier vernünftig hinbekomme, weil im Eifer des Gefechts wäre das, glaube ich, nichts. Naja, die haben wir auf jeden Fall durch. Die Mission ist fertig. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Forschung bringt. Nichts, bringt nur Müll. Naja, so ist es halt. Halt, da können wir noch was aus dem Ding holen, oder? Auszupfen. Ich könnte den schweren Raketenwerfer. Nee, wir warten drauf. Wahrscheinlich kostet die nächste Forschung wieder 10.000, 20.000. Und da ist es eigentlich ganz günstig, wenn man dann noch ein bisschen was in der Hinterhand hat und mal geschwind das Neueste hochziehen kann. Weil mit Raketen und so weiter möchte ich ehrlich gesagt nicht so viel zu tun haben. Die fand ich nie toll. Ich werde mal nachschauen, warum ich keine Geschütze bauen oder wie auch immer kann. Das erscheint mir sehr, sehr, sehr unlogisch. Dass ich immer noch die Anfangskindergeschütze habe. Hier diese Billigdinger. Einfaches Geschütz. Ich meine, mindestens Doppelgeschütz müsste ich doch schon in Kamtschatka oder sowas erforschen hätten können. Oder wie, oder was. Und ich habe immer noch diese einfachen Billiggeschütze. Naja, und jetzt kann ich ja auf den Wolga, könnten wir es ja drauf beamen, das Teil. Na, draußen wieder Lärm. Egal. Ja, beim nächsten Mal geht's mir. Ich danke fürs Zuschauen, auch wenn es mal ein bisschen nerviger wird. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, sich das damit anzuschauen, aber tut mir leid, aber ich bei nerviger Scheiß-KI, wo ich wirklich doppelt und dreifach und zehnfach arbeiten muss und dieses trotzdem nicht raffen, ich 100-mal laden muss, damit die einfachsten Befehle ausgeführt werden, da kriege ich leider in den Hals. Naja, so ist es halt. Ja, kann ich alles ertragen. Muss man auch nicht. Aber wir wollen das hier mit der ID durchspielen.
Ich glaube, wenn ich das nicht aufnehmen würde, hätte ich schon längst den Stärker gezogen. Naja, wir werden sehen, was als nächstes kommt. Hoffentlich wieder was Schickes zum Aufbauen, aber nicht so geisteskrank mit 4 Gegnern gegen uns. Sondern mal so eine schöne 1 zu 1 oder von mir aus 1 gegen 2 lass ich noch mit mir reden, ja, bei sowas, aber mal schauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.